Hallo bei The Long Dark, wo wir uns erstmal Stoff besorgen, weil wir haben es. Können wir es mal mit der Hand machen? Ja, gut. That's what she said. Wir haben im letzten Part endlich den Spind aufgemacht mit dem guten Brecheisen, was ich mal schnell geholt habe. Und jetzt haben wir dazu Pullover dazu bekommen. Und ich würde gerne den einen reparieren, weil der uns, de ich denke mal, wirklich. Ja? Oh. Super. Das sind doch gleich 10% Absid, ich weiß ja auch nicht. Der uns hoffentlich Glück bringen wird, der Pullover. Schön. Jetzt gehen wir mal an das Interface hier. Der hat ja auch nur noch. Naja, so, jetzt ist natürlich. Der ist zwar schlechter von der Kiloanzahl her, wie viel? 25, aber er ist halt dicker, ne? Minus 1%. Das ist ja nun nicht, aber das hier alles das ist 1,5, das ist 0,9. 1 Grad, 100, achso, ist ja 30, der hatte nur 20. Ja, kommt, jetzt gehen wir auf jeden Fall ein. Jetzt haben wir zwei Dicke an, sind bei 85 statt 86. Komme ich drüber hinweg, finde ich nicht so schlimm. Und jetzt haben wir zwei dünne Pullover im Inventar. Okay, die müssten wir dann irgendwie nochmal ablegen. Ich nehme aber nochmal Stoff mit. Einfach aus Sicherheit, dass ich mehr Stoff mit habe. Gut, dann gehe ich wieder raus. Könnten wir uns ja nochmal Angelhaken machen. Okay, ich dachte, das wird schlecht, das Wetter. Ist gar nicht. Aber wäre perfektes Wetter, um den Bären zu jagen. Oder um draußen Angelhaken zu machen. Wir sind bei 6 Grad plus. Das jetzt in unsere Klamotten? Kann ich mir ja gar nicht mal so vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Braucht Zeug zum Angelhaken machen. Das habe ich gerade nicht mit. Das habe ich nämlich hier reingepackt. Genau. Weiß gar nicht, wie viel Därme brauchte man nochmal für eine Schnur? Zwei? Ein? I don't know. I don't know. Ach ja, ach ja. Ach, schon lustig, wie ich merke, mitten beim Aufnehmen, wie sich meine Stimmung eigentlich schon wieder hält. Entschuldigt, ich höre gerade, glaube, den Bär. Ich höre irgendwas, ob es der Bär ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir werden es herausfinden. Ja, wie sich meine Stimmung einfach nur dadurch erhält, dass ich Computerspiele oder aufnehmen oder irgendwas. Mann, Mann, Mann. Tja, ja, es ist der Bär. So hat halt jeder seine Vorlieben. Ich höre dich, Bär. Jetzt nicht mehr, weil der Sturm einsetzt. Mit euch die Schweinebacke kommt da oben runter noch. Bleibt mal noch ein bisschen hier. Ich stelle mir mal noch einfach eine Schnur her. Dann brauche ich noch einen Haken. Ich höre ihn, ganz leicht höre ich ihn. So, jetzt wird es kalt und wir haben Durst. Oh, 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 oh. Wo ist er? Ich gehe mal gerade hier aufs Ganze, ne? Ich wollte das trinken. Ha! Der ist ja nicht der schnellste, der Bär, ne? Von daher. Wir können es nochmal Angelzeug herstellen. Ha!
Na, ich bin falsch. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch, ich rede gerade nicht, ne? Es tut mir leid. Ich bin gerade konzentriert. Hey! Oh Gott. Treffen wir den schon von hier? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir haben ihn getroffen. Oh Gott, das ich hasse es, auf den Bär zu ziehen. Ich denke aber, der ist sofort bei uns. Ach, wenn ich immer an Karl denke. Okay, lassen wir mal rumhüppen draußen. Oh, der Arschhorn ist hier getrocknet. Oh Gott, mein Herz. Schön. Wir haben ihn getroffen. Ob er dadurch stirbt, I don't know. Und ob er hier in der Nähe stirbt, das weiß ich erst recht nicht. Oh, mein Herz. Herrgott. Ich mach da bestimmt auch mal ein sehr lustiges Gesicht bei. So, wir haben noch zweimal Schnur. Wir haben drei Angelhaken. Und könnten uns sogar noch, glaube ich, einmal herstellen. Brauchen wir aber, glaube ich, gerade noch nicht. Uiuiuiui. Aufregend. Achso, die Sachen hier, die kann ich auch mal reinpacken. Ich denke mal, mit dem Bogen könnte es auch noch ganz gut gehen. Lampenöl. Können wir vielleicht mal unsere Lampe auffüllen? Aber nicht hier in dem Inventar. Nicht Inventar, in dem Interface. Oh Gott. Pff. Scheiße, dass jetzt so ein Kackwetter ist. Das muss ich wirklich sagen. Das wird wirklich nicht so schön. Wir sind doch schon noch ganz schön müde. Oh Gott, ich wag mich mal raus. Nicht, dass er vor der Tür steht. Wo beim letzten Mal ist er wild um sich rumgerannt, ne? Umhergerannt, der Gute. Ich höre ihn nicht. Ich höre auch die Krähen nicht. Hat ihm das vielleicht überhaupt gar nicht tangiert und er ist weg? Also er ist einfach weitergelaufen, wollte ich damit sagen. Da hinten. Guckt mal. Er möchte sich vielleicht in die Fluten stürzen. Da hinten ist der Teddybär. Ah, das Ding ist ein Schuss, ne? Das haben wir gesehen bei dem anderen. Ein Schuss hilft nicht. Der ist mir zu weit weg, ne? Und jetzt haben wir ja noch Gegenwind. Na super. Du musst Sachen, die muss man alle beachten, wenn man mit dem Bär kämpft. Ach je. Das macht doch noch eine Kehrtwende, der Gute. Hallo, Herr Bär, hier. Könnten Sie hierher kommen? Er ist aber auch dezentral tütig, ne? Also. Das Risiko geht auf keinen Fall ein. Zu sagen, dass er dann umkippt nach dem Schuss. Schon allein das hier ist gerade ein Risiko, den Wind zu haben. 4 Stunden Tageslicht. Ja, ist gut, dass wir wissen, dass es der Bär ist, ne? Die vermischen sich ja nicht hier, diese Bären. Ich glaube, es sind 3 an der Zahl. Einer hier, einer hinten immer, der da beim Menschenfeindberg, Ding da, seine Höhle hat. Und dann einmal der Bär oben, der da oben rumlummelt in seiner Höhle. Hallo! Hier! Siehst du mich? Wenn ich springen könnte, ich würde springen. Ich kann aber nicht springen. Oh, oh, oh. Puh.
Jetzt schnüffelt er. Wir stehen hier mitten im Schnee. Ist auch richtig gut. Ha! Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Die Klamotten sehen auch nicht so gut aus. Geh jetzt einfach mal hier rein und schlafe, glaube ich, eine Stunde. Einfach nur, um zu gucken, wo der Bär dann ist. Ob der komplett hier weg ist oder ob der noch irgendwo in der Nähe ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er kommt wieder ein Stück hierher. Und wenn nicht, der gut ist angeschossen, ne? Also, bringt das eigentlich unseren Klamotten irgendwann hier, dass wir... Irgendwie nicht so, ne? Unsere Hose ist fast durch. Ja, je. Vielleicht ein Feuer, ne? Feuer wäre vielleicht ganz gut. Nur bei dem Sturm ist auch ein Feuer nicht so toll. Oh, boah. Aber hey, wir haben auf den... Oh, das... Oder? Ach nee, sah gerade nur so aus, als ob es besser ist. Die Geräusche hier sind wirklich ein Traum. Okay, also... Hier ist er nicht mehr. Wie ich nicht sage, weil... Er kann auch höchstens nach da gegangen sein, oder? Sägt das so falsch? Nee, oder? Ah ja. Er kann auch höchstens nach da gegangen sein. In der Stunde. Aber ich werde es bestimmt nicht loslaufen, weil es ist schon dunkel. Ich höre auch nichts. Hm. Ist er vielleicht nach hier hinten gelaufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, er ist doch da gelaufen, ne? Müssten wir ihn da suchen. Ich jetzt überlege, ob ich ein Feuer mache oder einfach pennen gehe. Und die nassen Klamotten erstmal nasse Klamotten sein lasse. Wie viel Grad sind es? Minus 5. Wartet mal, dann können wir nochmal... Doch, komm, dann machen wir vielleicht mal doch ein Feuer noch. Auch wenn es nur für einen Angelhaken ist, aber vielleicht hilft das ja unseren Klamotten ein bisschen. Mann, verdammt! Ich würde den Bär gerne hinterher, aber es ist gleich dunkel. Das stört mich irgendwie. Mich stört auch, dass wir gar nicht mehr so viel Essen haben. Und ich denke mal, es wird gleich ein Sturm kommen. Das ist so eine Vermutung, die ich habe. Und irgendwie würde ich gern, bevor wir in den Sturm kommen, dann doch lieber erstmal nach Hause. Und von da aus wieder zum Bär gehen. Angelzeug doch nicht. Ach, da habe ich das doch ausgepackt. Achso, naja, egal. Dann gucke ich mal, ob das... Ja, okay, das Feuer bringt auf jeden Fall was. Warte mal, da muss ich nochmal... Es ist gar nicht mehr... Es ist wirklich gerade wirklich nicht so ein schlechtes Wetter, aber ich habe wirklich die Vermutung, dass ein Sturm anfangen wird. Und es ist ja kein Problem. Es ist ja nicht so, dass es so weit weg ist, dass wir, dann beim Sturm lieber zu Hause ausharren und dann halt am nächsten Tag wieder losgehen. Mensch, ich rede gerade abgebrochen. So, die Welt brennt anscheinend. Aber irgendwie ist mir das lieber, wenn ich weiß, ich bin beim Sturm zu Hause. Ich hoffe nur, dass auch nicht die Wölfe gerade zu Hause sind. Heilt. Ist hier aber auch nichts Dickes hier rumliegen. Sollte er umgefallen sein, was ich nicht glaube.
Dann sehe ich es nicht. Ja, wir gehen danach da hinten. Es waren ja leider beim letzten Mal die Wölfe da, deswegen konnte ich da nicht hin. Also vorhin. Das ist ein Wolf, ne? Das sind zwei Wölfe. Die sind immer noch da, die Schweinebacken. Verdammt! Hä, die waren gerade aber nicht da. Sag mal, spawnen manchmal einfach so Wölfe? Das ist super strange. Super, super seltsam. Ich würde gerne das Brecheisen wieder in die Hüsche. Mein Gott, in die Hütte bringen, aber ja, ne? Woher eigentlich? Gerade sind da keine Wölfe hier, also wir könnten es ruhig was machen. Dann wissen wir, dass it's getting dark dort out here. Time to look for shelter. Aber ich kann es einfach am nächsten Tag machen, das ist auch gar kein Problem. Gehen wir erstmal gemütlich nach Hause. Vielleicht kriegen wir unsere Klamotten irgendwie trocken. Noch kann ich vielleicht ein bisschen rennen. Aber Anna ist gleich, glaube ich, so kaputt und müde. Okay, also es ist ja schon mal, wir haben den ja schon mal angeschossen. Ist ja schon mal einiges wert. Das ist schon mal viel wert. Wir können ja gleich mal hier. Ich wollte gerade in den Vlog sagen, natürlich nicht in den, das kleine Tagebuch gucken. Vielleicht steht da ja was Lustiges über den Bär. Ob er vielleicht tot ist oder so, aber da dürfte nur ein Bär stehen, der tot ist. Na, wo seid ihr denn, ihr Krähen? Da seid ihr. Da rennen sie rum, die Schlawiner. Das ist auch neu, das Geräusch. So, wir sind mega, mega auserlaugt. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Hütte. Die wir erstmal reparieren. Und dann gehen wir in die Hütte. So. Und dann werde ich erstmal gucke ich. Okay, jetzt geht's von selber wieder runter. Das ist auch nicht so schlecht. Ich werde Anna erstmal 3 Stunden Schlaf gönnen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen heiß drauf, hinter dem Bär herzurennen und zu gucken, wo der ist. So. Wir könnten ja mal Wasser machen. Genau, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Bei Wind. Ist das eine sehr gute Idee? Ich probiere es einfach mal. Aber es sollte nicht so lange halten, das Feuer, bei der Windstärke. Ach, verdammt, ich hätte vielleicht an der Werkbank ja mit der Lupe vielleicht versuchen können. Ich vergesse, dass wir die Lupe haben. Das haben wir noch nicht so oft gemacht. Jetzt geht bitte nicht sofort gleich aus. Wäre ein Traum. Ja, ja, ja. Das sieht ja schon mal gut aus. So, oh, schön. Ja, ja, hier ein Tannholz. Nehmen wir das Zedernholz. Und machen erstmal 1 Liter. Sehr, sehr gut. Ich glaube aber, hinter dem Berg können wir erst im nächsten Part weiter rennen. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Vielleicht andere wären vielleicht hinterherrannt. Ich gehe da, ehrlich gesagt, lieber auf Nummer sicher. Bevor mich irgendwas wegfängt oder der Bär oder was auch immer. Stöckchen. Aber wir müssten vielleicht immer noch ein bisschen mehr machen, weil wir noch was unterwegs brauchen. Wir haben zwar noch diese eine Dose da im Inventar, aber ist jetzt ja auch nicht so viel. Komm, den Liter mache ich noch.
Dann reicht's aber. Dann lassen wir Anna erstmal schlafen. Das hat sie sich verdient. Nach der Aufregung. Ich glaube, das fühlt man so selber gar nicht mit beim Zugucken, ne? Aber wenn man es selber macht, einen heiligen Respekt vor dem Teddybär. So. Nein, ich will nicht Karte spielen, also warten. So, ich bin mal mutig. Ja, wir haben Fragezeichen. Das könnte ich mir. Okay, jetzt haben wir keine Fragezeichen mehr. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt irgendwann ein Sturm kommt. Nämlich genau jetzt. Der jetzt bis jetzt nur Nebel ist. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen. Auch so eine Sache, warum ich wieder nach Hause wollte. Oh, I could eat anything right now. Manchmal ahnt man das schon ein bisschen. Wann, wie, welches Wetter ist in so Long Dark? Warum kommt jetzt so komische Musik? Mir geht's gut? Das ist alles super Long Dark? Schlafen wir noch eine Stunde? Okay. Ich traue das mit den... Ich würde ja fast wetten, wenn wir jetzt losgehen. Haben wir vielleicht ein Rehfleisch, was nicht so viel Kalorien hat? Wenn wir jetzt losgehen würden... Oh Gott, die Musik. Wenn wir jetzt losgehen würden, dann kommt bestimmt ein Schneesturm. Die haben alle gerade noch... Ach ne, hier ist eins. Die vier lasse ich mal, obwohl ich gehe nicht gleich sofort los. Minus 14 Grad. So ganz ausgeschlafen sind wir ja auch noch nicht. Aber der Part ist auch zu Ende. Es sieht eigentlich gut aus, ne? Also man kann ja nicht meckern. Man kann gerade nicht meckern, aber... Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Where can I find something to eat? Sieht so unbeständig aus. So, warte mal, bevor ich den Part beende, gehe ich erstmal rein. Einfach des Speicherns wegen. Und gucke mal noch ins Journal. Jetzt sage ich das Wort. Vlog. Ja, wie ich auf Vlog komme. Ins Journal. Und dann gucken wir mal. Beeren. Getroffene Tiere. Wölfe, Wölfe, Bären, Bären. Getötete Bären, einer. Okay, das ist den... Den wir halt, ne? Unser Bär halt. Die haben wir schon getötet. Gefangene Kaninchen 22, getötete 17. Okay. Krass, wie ist denn unser Verhältnis gerade so? Hier unser... drin draußen? Das... Ja, 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 das gefällt mir gut. Sehr schön. Na, dann müssen wir wohl dem guten Bären mal hinterher trotteln. Oder wir gehen einfach wieder zurück und warten, dass er wieder seine Route läuft. Das könnte man natürlich auch machen, sollte er seine Route weiterlaufen. Das wäre auch interessant. Ob er sich anders verhält, nur weil er angeschossen ist, das weiß man nicht. Aber ich kann es mal ausprobieren. Ja, wir probieren ja mal aus. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.